Deutliches Zeichen im Brüsseler Europaviertel. Der Zebrastreifen vor der Kommission in Regenbogenfarben. Die Anerkennung unterschiedlicher sexueller Orientierungen ist ein zentraler Wert der Europäischen Union. Deshalb reagiert die Kommission und schickt einen formellen Brief an Polen und Ungarn. Die Kommission wird alle Instrumente nutzen, um europäische Werte zu verteidigen und leitet deshalb ein Verfahren gegen Ungarn und Polen ein. Die Kommission wird alle Verstöße verfolgen, die die Menschenrechte von LGBTQ-Personen verletzen. Die Bilder über die massive Verfolgung von Homosexuellen oder Transgender-Personen in Polen, sie schrecken auf. Einige polnische Kommunen hatten LGBTQ-freie Zonen ausgerufen. Damit verstoße Polen gegen die Grundwerte der EU. Die polnische PiS-Partei sieht sich missverstanden. Es gibt in Polen Leute mit einer anderen sexuellen Neigung. Sie werden von unserem System aber nicht diskriminiert. Da übertreibt die Presse. Einigen europäischen Abgeordneten gehen die Maßnahmen der Kommission nicht schnell genug. Sie will abwarten, bis der Europäische Gerichtshof entscheidet, ob dieser Mechanismus tatsächlich rechtmäßig ist. Also wieder zögerlich, wieder inkonsequent. Polen und Ungarn haben nun 2 Monate lang Zeit, auf das Schreiben der EU-Kommission zu reagieren.